Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Der ein oder andere hat es wahrscheinlich schon gesehen, heute geht es um die Seite Rhino Computer. Wir schauen heute, ob die Systeme, die sie anbieten, Sinn machen und ob die Preise gerechtfertigt sind. Außerdem schauen wir noch, was deren PCs kosten, wenn man sie selber baut. Als erstes checken wir den Rhino Game A1861. Das Gehäuse ist ein Aerocool V3X Advanced, das Netzteil Cooler Master Elite, Asus Prime A320 Mainboard, Ryzen 5600, 245 GB SSD, GTX 1050 2 GB. Hierzu kann man nur sagen, ja, die Konfiguration macht Sinn, nirgendwo gibt es einen wirklichen Flaschenhals. Der Preis von 550 Euro ist einigermaßen gut, beziehungsweise für einen Online-Anbieter ziemlich gut. Wenn man ihn selber baut, kann man allerdings noch mindestens 100 Euro sparen. Als nächstes schauen wir uns ein wahres Gaming-Biest an, den Rhino Rapid i8-87. Das Gehäuse und das Netzteil hier sind jeweils von Corsair. Allerdings sollte man sich dadurch nicht täuschen lassen, denn das Netzteil ist die schlechteste und günstigste Ausführung von Corsair. Der Rest kann sich jedoch sehen lassen, ein Core i7-8700, 16 GB DDR4 mit 3000 MHz. Und eine 2 TB HDD plus eine 240 GB SSD. Allerdings sollte man hier beachten, es ist kein Betriebssystem dabei. Außerdem gibt es hier zwar einen extra CPU-Kühler, dieser ist allerdings nicht wirklich besser als ein Boxed-Kühler. Die verbaute RTX 2080 haut hier jedoch sehr viel wieder raus, denn diese Grafikkarte ist wirklich als High-End zu bezeichnen. Der Preis von 1800 Euro ist für dieses System allerdings wirklich gut für einen Fertig-PC. Wenn man ihn selber baut, spart man allerdings noch einiges und kommt auf ca. 1500 Euro mit allen Komponenten, die dieser Fertig-PC verbaut hat. Allerdings braucht man dafür auch das Know-how. Eine Sache an dieser Seite muss ich wirklich mal loben, und zwar gibt es hier bei den getesteten Systemen überhaupt keinen Flaschenhals. Das heißt, nirgendwo ist zu viel Leistung und dafür an einer anderen Stelle zu wenig. Diese Fake-Computer, die man manchmal sieht. Zum Beispiel dann hat man einen i7-8700, aber nur eine GT 1030 oder sowas. Von mir bekommt diese Seite deshalb 4,5 Sterne. Der letzte halbe Stern, für den, der sich fragt, wird einfach deshalb abgezogen, weil manche Systeme doch ein wenig teuer waren. Ein wenig, ich habe mich da ein bisschen noch weiter umgeguckt. Und, ganz wichtig, manchmal ist die Windows-Installation einfach nicht dabei und dafür dann nochmal 50 Euro zu berechnen bei den Systemen fand ich einfach nicht ganz fair. Das ist aber nur meine Meinung. Ihr könnt gerne eure Meinung in den Kommentaren lassen. Lasst eine Bewertung da. Haut rein. Ciao.